Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Wir wollen jetzt nochmal zum Dings hin, zum Diamantclan. Dieser müsste sich irgendwo hier sein. Oh, ich kann hinfliegen. Auch oh, gut. Wo ist Diam? Wo ist denn dir? Irgendwo muss er sich doch befinden. Nee, ihr seid es nicht. Diam, wo bist du? Schwer zu sagen, wo der sich befindet. Keine Ahnung. Okay, dann machen wir doch erstmal was anderes. Wirklich, ich habe doch nichts gemacht. Wirklich nur, weil ich da zwei Pokémon entwickelt habe? Okay, jetzt geht's erstmal hier hin. Ich hätte lieber gleich zum Gipfel hochgehen sollen. Okay. Aber ich glaube, von hier aus macht sich das besser, weil ich dann gerade durchfliegen kann. Jetzt mal alles hier richtig wieder hinsetzen. Da.
Ey! Okay. Als erstes speichern. Hallo Dakar, lang nicht gesehen. Okay, vielleicht hätte ich irgendwas mitnehmen sollen. Ich kann auch nichts herstellen, ne? In der Richtung? Nö. Also, was mache ich jetzt? Na, geht doch. Vielleicht habe ich hier die falsche mitgenommen.
Auf geht's, Dackei. Unglaublich. Jetzt können wir alle wieder ruhig schlafen. Genau. Jetzt wird niemand mehr seinen Albträumen anheimlichen. Dann mache ich mich mal auf den Heimweg. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Leb wohl. Sehr schön. So, das wäre die Mission gewesen. Ich würde ja gerne die Mission machen, wofür ich die Dings bekomme. Ups, falsche Taste. Achso. Geisterlichter im Dunkeln. Ja. Die muss ich auch noch erledigen. Die Mission. Mal gucken, wie ich. Ich glaube, als nächstes Mal werde ich die hier machen. Die wird, glaube ich, mit am einfachsten. Obwohl ich glaube, ich weiß, wo ich diese Mission herkriege. Einsatz von Schlummerort gesehen, Krafttechnik gesehen. Erstmal ins Dorf. Muss mal hier hin. Oh, gehörst du sowas? Da kommst du gerade gelegen. Ich würde hier gerne mehr Felder anlegen, aber der Boden ist zu hart. Ein größerer Acker würde uns allen viel Freude bereiten und jeder könnte uns davon profitieren. Aber allein schaffe ich das niemals. Falls du zufällig ein Problem auf dem Boden hast, leih es mir. Bestimmt. Guck mal. Wusste doch, ich habe welche vom Typ Boden. Perfekt. Tauschen möchtest, dass stattdessen Felder fliegen kann, sprich erst einfach an. Nice. Perfekt. Was für ein entzückender Schweif das war, den ich da gesehen habe. Das Pokémon versteckte sich hinter einem Felsen, sodass ich nur seinen Schweif sehen konnte. Ich vermute also, dass es sich um ein recht kleines Pokémon handelt. Ach, wie gern würde ich
diesen bezaubernden Schweif noch einmal sehen. Der Schweif jenes Pokémon ähnelt einer Sprungfeder und es bewegt ihn äußerst anmutig. Bitte wie eine Sprungfeder? Ich glaube, ich weiß, was für ein Pokémon du meinst. Jawohl, das ist es. Nach dem Pokémon mit diesem anmutigen Schweif habe ich gesucht. Schau nur. Na, er ist ja ordentlich begeistert davon. Du schmeichelst ihm. Und was für ein Ruf. Hat es mich etwa schon ins Herz geschlossen? Pokémon machen mir zwar Angst, aber für dieses könnte ich vielleicht eine Ausnahme machen. Danke dir jedenfalls, dass du mir einen Charmian und vor allem seinen Schweif gezeigt hast. Eines Tages möchte ich ein Pokémon mit einem herrlichen Schweif haben, mit dem ich mich so gut verstehe, wie du dich mit deinem Partner. Apropos, guck mal, die können sich entwickeln. Und dich entwickeln wir auch gleich. Perfekt. Sind noch nicht vorbei. Hey, du von Forsch, kann ich dir was erzählen? Ich habe etwas Seltsames gesehen. Ich habe im Innerwald nach Gewächsen gesucht, die ich auf dem Feld anbauen kann. Da habe ich gesehen, wie ein Kinosu seine Form geändert hat. Es war eine Dämmerung bei Sonnenuntergang. Kinosus Blüte hat sich geschlossen und es sah nur noch aus wie eine Knospe. Ich war so gerührt davon, die Entwicklung eines Pokémon zu sehen. Als ich aber am nächsten Tag wieder nach Kinosu gesehen habe, stand es wieder in voller Blüte. Warum blüht Kinosu und dann wieder nicht? Ist das, was ich gesehen habe, eine Entwicklung? Bitte zeig mir Kinosus Pokédex-Eintrag. Nanu? Kinosu habe ich allerdings noch nicht gesehen, lol. Hallo Onyx. Ich will eigentlich ganz besondere Mission haben. Du willst ein großes Barmelin? Mein Gott. Es gibt so viele Nebenmissionen hier. Hallo, du erinnerst mich irgendwie an meine Großmutter. Sie hat sich immer sehr gut um Pokémon verstanden. Wenn ich mich meinem Gefühl nicht getäuscht, verfügst du über dieselbe Gabe. Es würde mich sehr interessieren, wie zutraulich dein Pokémon zu dir ist. Enge Freundschaft? Das
Zeig mir, wie stark die Zutraulichkeit zu deinem. Oh, ihr zwei versteht euch so prächtig, dass es mir glatt das Lächeln. Meine Großmutter war auch ein Herz und eine Seele mit ihrem Pokémon, genauso wie ihr. Da ich das von klein auf beobachten konnte, verstehe ich nun intuitiv, wie gut das Verhältnis zwischen einer Person und einem Pokémon ist. Wenn es dich ausmacht, würde ich mir auch in Zukunft gerne dein Pokémon ansehen. Ich werde dir dann sagen, wie gut ihr miteinander harmoniert. Cool. So, warte. XL? Das würde ich gerne auf Tornado anwenden. Aber nur damit es im Level aufsteigt. Achso, und die könnte ich eigentlich auch gleich abgeben. Dann hätte ich die Mission auch gemacht. Und zur nächsten Folge gucke ich einfach mal, wo ich Kinoso finde. Damit wir unseren Pokédex registrieren, noch mehr registrieren können. Oh. Ich habe gerade erfahren, was Volvo getan hat. Es ist nicht wert, auch nur einen weiteren Gedanken an ihn zu verschwenden. An ihm sieht man, was passiert, wenn man sich zu sehr in etwas hineinsteckt. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Erzähl mir lieber von dir. Wie läuft es denn mit der Erforschung der Pokémon? Ziemlich gut. Verstehe. Hisui hält in Sachen Pokémon jedenfalls noch einige Überraschungen für dich bereit. Habe ich deine Neugierde geweckt? Von welchem Pokémon soll ich dir erzählen? Oh. Boreros ist ein Pokémon, das um die ganze Welt fliegt und dabei heftige Stürme erzeugt. Wenn im weißen Frostland ein Schneesturm wütet, könntest du ihm vielleicht begegnen. Cool. Voltorus ist ein Pokémon, das um die ganze Welt fliegt und dabei Blitze vom Himmel regnen lässt. Wenn es im Kobalküstenland stark regnet, könntest du ihm vielleicht begegnen. Habe ich deine Neugierde geweckt? Und Demeteros? Demeteros ist ein Pokémon, das man auch den Herrn des Ackerbaus nennt. Man scheint ihm in Obsidian Grasland begegnen zu können. Vielleicht gelingt es dir ja, es dort zu fangen. Ich weiß Bescheid, danke. So, verstehe. Ich frage mich, ob ihr Erscheinen eine Reaktion auf den Riss im Raumzeitgefüge ist, oder ob sie sich nur aus einer Laune heraus hier zeigen. Dass sie Stürme entfachen und Blitze vom Himmel regnen lassen, mag für dich so klingen, als wären diese Pokémon eine Plage, doch für die Natur sind sie unerlässlich. Falls du noch mehr über sie erfahren möchtest, schlage ich vor, dass du sie selbst erforschst. Wenn du die Pokédex-Einträge von Demeteros, Boreros und Voltolos vervollständigt hast, dann schau bitte erneut bei mir vorbei. Okay. Mach ich. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Sie haben mich komplett abgelenkt. Aber guck mal, jetzt wissen wir, wo wir sie finden. Ah, du bist es wirklich beeindruckend, wie du das mit dem König und der Höhle geschafft hast. Aber ich kann mir schon denken, weshalb du hier bist. Ich mache es dir nicht leid. Eigentlich will ich meine Waren ja schon zum Weiterverkauf abgeben. Nur käme da aber ein Friedensangebot gleich und das passt mir überhaupt nicht. Du bist auf dem Weg ins weiße Frostland. Sehe ich das richtig? Kannst du mir von deiner Reise vielleicht drei. Ja, na sicher. Hier bitte. Sehr schön.
Wenn man ihre bitteren Wurzeln einlegt, enthalten sie einen süßlichen Geschmack. Als leckeres eingelegtes Gemüse sind sie sehr beliebt. Sehr schön. Fragen, ob sie mir durchaus welches zubereiten kann. Nun, da es mir äußerst unangenehm ist, dich ständig wie einen Botenjungen zu behandeln, werde ich diesmal selbst mit Taizo sprechen. Geil. Ich glaube, dann werden wir in der nächsten Folge einfach mal die drei besuchen. Sura, zuliebe werde ich dir meinen Waren weiter verkaufen, aber bilde dir ja nicht ein, dass das irgendwas zwischen uns endet. Was soll ich? Also Opa, fängst du schon wieder damit an? Lin, was machst du denn hier? Du willst nicht, dass unser Geschäft dir deine Waren abkauft? Dann lernst du endlich Privat- und Geschäftsleben voneinander zu trennen. Wenn du so sturköpfig bist, vergeht mir echt die Lust, überhaupt ein Gespräch mit dir zu führen. Noch hoch unter ihr versprochen, niemand zu heiraten. Wann soll ich das denn gesagt haben? Als Kind vielleicht, aber ich bin doch kein Kind mehr. Es tut mir schrecklich leid, dass du so unter Opas Launen leiden musstest, Sura. Bitte schau auch weiterhin in unseren Geschäften vorbei. Naja, immerhin haben wir nun auch ein exzellentes Sortiment am Anschlag. Ruhig zu. Na, das hoffe ich doch. Endlich Hyperbälle. Und Top-Belebe. Aber ziemlich teuer, aber trotzdem perfekt. Cool. Warte mal. Ausweichvitamine. Denkt die Wahrscheinlichkeit, dass Pokémon im Kampf von gegnerischen. Cool. Wann habe ich die denn alle gekriegt? Lol. Nice. Jetzt bin ich aber wieder rausgegangen. Nee. Nee, warum soll ich so eine Bonbon verkaufen? Das brauche ich nicht. Verkaufen. Schon wieder rausgegangen. Die werde ich auch nutzen. Okay. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge erstmal. In der nächsten werden wir uns dann mal anschauen, ob wir die drei Wetter-Pokémon finden. Ich hoffe, ich finde sie. Fürs Erste werde ich aber speichern. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen werden Träumchen. Würde mich riesig darüber freuen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne ein Abo da lassen. Vergesst dabei aber natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein!